schönen Abend. Gestreikt wird in Hollywood, nachdem keine Einigung mit den Filmstudios erzielt wurde. Auch die Schauspieler schließen sich an. Wir schalten gleich nach Los Angeles. Entlassen wurde ein führender russischer General, angeblich wegen Kritik an der russischen Militärführung. Und aufgeräumt wird in Österreich nach den Unwettern der letzten Tage. Wie kann man sich besser gegen Wetterextreme schützen? Herzlich willkommen bei der ZIP 3. In Hollywood streiken nach den Drehbuchautoren nun auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. In diesen Minuten legen beide Kreativbranchen zum ersten Mal seit über 60 Jahren die Arbeit nieder. Warum es nicht gelungen ist, mit den Filmstudios eine Einigung zu erzielen und was das jetzt alles bedeutet, Christoph Kohl berichtet. In den großen Filmstudios in Hollywood herrscht bereits jetzt gespenstische Ruhe. Seit Beginn des Drehbuchautorenstreiks mussten vor allem die Dreharbeiten von Fernsehserien eine Zwangspause einlegen. Unterdessen ist es vor den Studiotoren laut. Ohne uns gibt es keine Geschichten und niemanden, der sie zum Leben erweckt. Die Präsidentin der Screen Actors Gewerkschaft, Nanny Star Fran Drescher, wirft den Studiobossen Gier vor. It is disgusting. Es ist abstoßend, Schande. Sie stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Die Schauspieler wollen unter anderem mehr Geld und Garantien, dass sie nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Auch viele Hollywood-Stars unterstützen den Streik. Ich glaube an Gewerkschaften und werde mich dem Streik anschließen. Wenn sie den Streik ausrufen, gehen wir. Das haben Matt Damon und seine Co-Stars auch getan und ihre eigene Premiere verlassen. Gemeinsam können Schauspieler und Drehbuchautorinnen Hollywood komplett lahmlegen. Je nachdem, wie lange der Streik andauert, könnte der wirtschaftliche Schaden mehrere Milliarden Dollar betragen. Wir schalten jetzt nach Hollywood. Vor dem Netflix-Gebäude steht meine Kollegin Lily Motion. Wenn jetzt gestreikt wird, heißt das, es gibt keine neuen Filme und Serien mehr? Ja, Filmproduktionen haben ja bekanntlich eine lange Vorlaufzeit. Das heißt, alles, was abgedreht ist und schon im Kasten ist, wird ja auch dieses Jahr dann ins Kino kommen. Außer, muss man sagen, wenn etwas nachgedreht werden muss oder nachsynchronisiert werden muss, was ja in der Postproduktion auch immer wieder passiert. Das heißt, das Publikum wird es am 1. nächstes Jahr spüren, wenn Kinostarts und Serienstarts verschoben werden müssen, weil eben jetzt nicht mehr gedreht werden kann. Ganz aktuell wird es das Publikum auch bei der Comic-Con in San Diego spüren, die ab 20. Juli startet. Dort präsentieren unter anderem Marvel und DC jährlich ihre Produktionen und heuer muss die Comic-Con ohne Celebrities auskommen, weil eben die Schauspielerinnen und Schauspieler angehalten sind, keine Interviews zu geben, keine Red Carpets, keine Premieren mehr. Genauso wie auch bei Oppenheimer, die jetzt sich gerade in London befinden, Christopher Nolan mit seinem Cast. Auch sie werden keine Presse mehr machen, sie werden keine Interviews mehr geben, keine Red Carpets. Was das für herbe Verluste für die Industrie ist tatsächlich, das kann man sich anschauen, nämlich 2007, als der letzte Autorinnen- und Autorenstreik stattgefunden hat in Amerika. Der hat damals 100 Tage gedauert und hat dann im Endeffekt die Industrie rund 2 Milliarden Dollar gekostet. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es diesmal um einiges teurer wird. Kam dieser Doppelstreik jetzt sehr überraschend? Nein, überraschend ist dieser Doppelstreik nicht gekommen, denn schon vor Wochen haben sich 98% der SAG-Mitglieder für einen Streik ausgesprochen, wenn tatsächlich die Verhandlungen nicht funktionieren, schief gehen. Und das ist jetzt in dem Fall auch passiert. Das letzte Indiz war, das aktuellste war eigentlich an diesem Sonntag, das war nämlich die Barbie-Premiere, einer der größten Blockbuster des Sommers. Und es ist recht unüblich, dass hier in L.A. an einem Sonntag die Premiere stattfindet und vor allem schon so früh vor dem Kino. Also da hat man schon gewusst in der Branche, es braut sich was zusammen, es wird tatsächlich zu einem Streik kommen. Ich habe heute auch mit einer unabhängigen Produzentin gesprochen, die im Indie-Bereich tätig ist und die hat mir gesagt, dass sich die Studios eigentlich schon seit letztem Herbst auf einen möglichen Streik vorbereitet haben und deswegen auch jetzt so hart verhandeln können. Und Streaming-Plattformen wie Netflix haben Content gebunkert, um diese Streikmonate jetzt sozusagen durchzuhalten mit Content. Und die Leute, die heute hier protestieren hinter mir vor dem Netflix-Gebäude, was die am meisten fürchten, ist, dass dieser Streik sich vielleicht sogar bis in Oktober oder November ziehen wird. Denn man geht davon aus, dass die Studios die Streikenden ausbluten lassen wollen. Das ist die Diktion, die hier verwendet wird. Und das ist momentan die größte Sorge hier in Hollywood. Vor dem Netflix-Gebäude wird ja schon seit Wochen demonstriert. Gibt es denn Reaktionen, dass man jetzt vielleicht doch auf die Demonstranten zugehen wird?
Nein, hier gibt es kein Aufeinanderzugehen. Die Fronten bleiben verhärtet. Gestern gab es noch sozusagen im letzten Augenblick, im letzten Moment, wurden sogenannte staatliche Mediatoren eingeladen zu den Verhandlungen von den Studios aus. Das Ganze hat natürlich nichts gebracht. Interessant ist, dass 1960, als der erste historische Doppelstreik so stattgefunden hat, und der Streik heute, 63 Jahre später, dass es in beiden Fällen um neue Technologien ging. Damals ums Fernsehen und heute eben um die sogenannte generative KI. Und die kreativen Parteien, also die Drehbuchautorinnen und Autoren und Schauspielerinnen und Schauspieler, fürchten eben, dass diese generative KI ihnen die Jobs à la longue wegnehmen wird. Die Studios nehmen diese Sorge im Moment nicht ernst. Die Bevölkerung aber hier in L.A. schon. Immer wieder fahren hier hupende Autos vorbei und zeigen sich solidarisch und sagen, wir finden das gut, dass ihr für eure Sache streikt und kämpft. Informationen waren das von Lily Motion aus Los Angeles. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgenommen. In der russischen Führung gibt es seit der Revolte der Wagner-Söldner ein erhebliches Maß an Reibung und Konfusion. Das behauptet der US-Generalstabschef. Dass er mit seiner Einschätzung recht haben könnte, das zeigt auch die heutige Entlassung eines russischen Armeegenerals, der zuvor die ineffiziente Kriegsführung Russlands kritisiert hatte. Eine verlassene russische Militärbasis im Südosten der Ukraine. Die Truppen von General Ivan Popov sind schon länger abgezogen. Jetzt wurde auch er selbst aus der Region zurückgeholt. Angeblich, weil er Missstände in der eigenen Armee angeprangert hat, erklärt er auf Telegram. Die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte konnten unsere Front nicht durchbrechen, aber von hinten hat uns der Oberbefehlshaber einen verräterischen Schlag versetzt. Ähnliche Vorwürfe, wie sie auch zuletzt von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vor seinem Aufstand Ende Juni formuliert wurden. Wo er sich aufhält, ist seither unklar, genauso wie der Verbleib von General Sergei Surovikin. Laut einem Bericht des Wall Street Journal soll er in Moskau festgehalten und verhört werden. Der vom Kreml gefeierte sogenannte General Armageddon könnte von Prigoschins Plänen gewusst haben. Mit ihm sollen insgesamt 15 Generäle nach dem abgebrochenen Aufstand verhaftet worden sein. Surovikin erhole sich gerade, er sei auf Urlaub, heißt es aus dem russischen Verteidigungsministerium. Zu den anderen Generälen schweigt man, aber mit jedem neuen Fall wird Moskaus Schweigen lauter. Sie gehören mittlerweile zum Sommer dazu, wie die große Hitze, die schweren Unwetter, die mit Starkregen, Hagel und Sturm über unser Land ziehen. Auch letzte Nacht hat es wieder ordentlich gewütet. Heute war Aufräumen angesagt. Viel zu tun hat es heute in Kärnten für die Monteure der Netzwerkbetreiber gegeben. Der starke Sturm hat hier zig Leitungen beschädigt. Zeitweise waren 12.000 Haushalte ohne Strom. Auch dieses Dach in Pörtschach ist dem Sturm in der Nacht zum Opfer gefallen. Eine große Herausforderung für die Feuerwehr. Der Starkwind hat zum Glück nachgelassen, aber es hat halt gegossen. Also wir sind alle noch nass, die Kollegen. Und das war eigentlich die Herausforderung. Zum Glück hat es nachher zu den Morgenstunden aufgehört und da hat man mit einer Plane mal das Gröbste gesichert. Auch in anderen Teilen Österreichs hat es in der vergangenen Nacht schwierige Einsätze gegeben. In der Steiermark waren rund 1.500 Feuerwehrleute wegen Überflutungen und Bränden im Einsatz. Im Burgenland musste die Opernvorstellung Carmen im Römersteinbruch wegen des heftigen Regens frühzeitig abgebrochen werden. Der durch die Unwetter entstandene landwirtschaftliche Schaden in den letzten beiden Nächten beträgt laut Hagelversicherung rund 2,5 Millionen Euro. Via Skype bin ich jetzt verbunden mit dem Generalsekretär des österreichischen Versicherungsverbandes, Christian Eltner. Einen schönen Abend. Schönen Abend. Naturkatastrophen verursachen in Österreich einen immer größer werdenden Schaden. Die Rede ist von 1 Milliarde Euro pro Jahr, also wesentlich mehr als noch vor einigen Jahren. Welche Gründe gibt es denn dafür? Ich glaube, man hat es in den letzten Tagen eindrücklich gesehen, was da die Hauptursache ist. Die Hauptursache ist ganz einfach das Extremwetter. Ja, was heißt Extremwetter? Extremwetter heißt ganz einfach extrem warme Temperaturen und die damit einhergehende Luftfeuchtigkeit. Und daraus resultieren halt diese Starkregenereignisse, wie wir sie dieser Tage erleben. Und damit verbunden natürlich Schäden im ganzen Bundesgebiet. Wenn man sich die Bilder eben von den katastrophalen Schäden anschaut, wo Häuser überflutet oder ganze Ernten zerstört wurden, gibt es Versicherungen, die die Folgen von Naturkatastrophen zur Gänze abdecken?
eine Versicherung, die alle Naturgefahren und alle Schäden durch Naturgefahren abdeckt, gibt es derzeit tatsächlich nicht oder nur ganz vereinzelt. In der Regel gibt es hier Selbstbehalte oder manche Risiken sind nicht versichert. Das ist durchaus unbefriedigend und auch der Grund, warum die Versicherungswirtschaft hier auf eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen seit vielen Jahren drängt. Gibt es denn schon Signale von der Regierung dahingehend, dass man zu Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen bereit sei? Also die Versicherungswirtschaft führt seit vielen Jahren Gespräche, aber ein konkretes, erfolgreiches Ende der Gespräche ist im Augenblick leider nicht in Sicht. Der Versicherungsverband hat auch erst vor wenigen Wochen gemeinsam mit Klimaexperten ein Umdenken auch von Seiten der Bevölkerung gefordert, dass sich jeder und jede Einzelne also auch besser auf Naturkatastrophen vorbereiten solle. Wie könnte denn das ausschauen? Ja, da gibt es ganz einfache Dinge, die wirklich schon fast banal und trivial klingen. Denken wir an die Gartenmöbel, den Schirm oder das Kindertrampolin. Deshalb bei Sturmwarnung oder wenn Unwetter herannahen, im Idealfall ordentlich verstaut werden müssen, befestigt werden müssen, dass sie nicht durch die Gegend fliegen und Schäden verursachen. Das ist wohl das Einfachste, das jeder tun kann. Dann gibt es natürlich sehr einfache Maßnahmen, um Eindringen von Niederschlagswasser in das Haus zu verhindern. Ich denke hier an allenfalls Schalltafeln vor Kellereingängen oder kleine Erhöhungen, um hier den Wassereintritt zu erschweren. Aber das geht natürlich dann noch viel weiter, besonders dann, wenn man baut, hier daran zu denken, entsprechende Fassadenschutz zu nehmen oder Dächer entsprechend zu bauen. Hier gibt es durchaus Baumaterialien, die auch großen Hagel standhalten können. Oder ein Beispiel wäre auch hier im Bereich der Kanalisation mit sogenannten Rückschlagsklappen zu arbeiten. Das ist ganz einfach, wenn die Kanalisation durch Niederschlagswasser bereits vollgelaufen ist, hier es zu keinem Rückstau hinein in das Haus kommt. Das sind Maßnahmen, die man treffen kann und die durchaus sinnvoll sind. Vielen Dank, Christian Eltner, für diese Informationen und noch einen schönen Abend. Nicht nur Regen, Sturm und Hagel haben drastische Auswirkungen, auch das übermäßige Sonnenbaden. In Österreich gibt es nämlich immer mehr Menschen, die die Diagnose Hautkrebs bekommen, wie internationale Studien jetzt zeigen. Das Problem, die Auswirkungen von Hautschäden werden oft erst Jahrzehnte später sichtbar. Seit Jahrzehnten steigen die Fallzahlen bei Hautkrebs, ein Trend, der sich Fachleuten zufolge in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Denn zwischen Hautschädigung und Krebs liegen oft Jahrzehnte. Wir wissen, dass die Sonnenbrände im Jugend- und im jungen Erwachsenenalter am stärksten für das lebenslange Hautkrebsrisiko zählen. Das heißt nicht, dass spätere Sonnenbrände nicht noch dazu beitragen, aber das beginnt bereits dort. Insgesamt haben heute 50 Mal so viele Menschen gefährliche Melanome wie noch vor 80 Jahren. Das zeigen Zahlen aus Dänemark. Für Österreich gibt es so genaue Zahlen nicht. Der Trend ist aber auch hier erkennbar, heißt es. Der beste Schutz vor gefährlichen Hautschäden ist, die Sonne zu meiden, vor allem zwischen 10 und 15 Uhr, wo die UV-Strahlen am stärksten sind. Zudem ist die regelmäßige Kontrolle wichtig. Rechtzeitig erkannt können Tumore oft noch einfach entfernt werden. Wettermäßig lassen wir jetzt die Regenwolken hinter uns. Am Wochenende heißt es wieder Sonnenschutz nicht vergessen. Die Unwetter sind vorbei. Am Freitag setzt sich ruhiges und sonniges Hochdruckwetter in Österreich durch. Die Gewittergefahr ist sehr gering und es wird mit bis zu 32 Grad schon wieder recht heiß. Durchwegs sonnig auch der Samstag. Mit föhnigem Südwind wird es dabei sehr heiß. Am Sonntag sind nach Westen hin Gewitter möglich und es kühlt leicht ab. Überall sonst bleibt es trocken und sehr heiß. Soweit das Neueste aus dem ZIP-Studio. Danke, dass Sie mit uns wach geblieben sind. Von uns allen noch eine schöne gute Nacht.